Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und als plastischer Chirurg erzähle ich heute etwas zum Thema Microneedling und zwar zum Dermapen. Plastische Chirurgen machen nicht nur Chirurgie, sondern wir beschäftigen uns extrem viel auch mit ästhetischen, medizinischen, kosmetischen Behandlungen und das Microneedling ist eines davon. Microneedling, sage ich immer schon, hat so einen Bart und ist eine uralte Geschichte, das ist nichts Besonderes. Was ist es? Ich steche mit Nadeln in irgendeiner Form in die Haut und möchte damit quasi eine Kollagenneogenese, eine Hautverbesserung erzeugen. Das heißt, ich setze ein Trauma und durch dieses Trauma quasi kommt es zur Wundheilung. Ich sage immer, Microneedling ist wie Autofahren. Also das Microneedling ist nicht eine, ist eine Technik oder ist eine Tätigkeit, die man macht. Microneedling ist ja auch ein Verb eigentlich. Und jetzt gibt es, so wie beim Autofahren, gibt es verschiedene Geräte, genauso wie es verschiedene Autos gibt, mit denen ich dieses Microneedling machen kann. Ich kann quasi mir eine Nadel aufmachen und mit der im Gesicht herumstechen. Das wäre auch ein Microneedling. Oder ich kann mir auch einen Nadelroller bei Amazon kaufen. Oder ich kann was auch immer machen. Das wären alles quasi Microneedling-Techniken. Was macht das Microneedling jetzt gut? Beim Microneedling geht es im Prinzip um zwei Dinge im Speziellen. Und zwar die Qualität der Nadeln. Wenn ich mit einer Nadel ein paar Mal in die Haut steche, auch zum Beispiel die Nadeln, die wir zum Botox-Spritzen verwenden, wenn ich da fünfmal oder sechsmal reingestochen habe, wird die Nadel stumpf. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich beim Microneedling zehntausende Stiche mache, muss diese Nadel ganz extrem teuer sein oder ein extrem guter Stahl sein, extrem scharf sein, weil sonst tut es weh und dann funktioniert es auch nicht. Also die erste Sache ist die Qualität der Nadel. Die zweite Sache ist die Eindringtiefe. Weil vielleicht haben die einigen anderen schon weggeklickt und sagen so, Microneedling, das höre ich mir gar nicht an, das habe ich eh selber zu Hause. Es stimmt, es gibt quasi Microneedling-Roller, die mit manchen Cremen auch mitkommen. Das sind meistens teure Cremen, die man selber hat und die eine oder andere Frau, die zuschaut, hat wahrscheinlich einen Microneedling-Roller zu Hause. Die Haut hat grob gesagt zwei Schichten. Jetzt werden die Hautärzte, die vielleicht hier zuschauen, auszucken, weil es hat natürlich nicht zwei Schichten, sondern die Schichtungen sind viel genauer noch. Es gibt, glaube ich, 7 Schichten in der Haut oder noch mehr, werde ich in den Kommentaren wahrscheinlich erfahren von den Dermatologen, die zuschauen. Aber grob gesagt für uns gibt es die Schichte der Epidermis, der Hornhaut und die Schichte der Dermis, quasi der Lederhaut. Und wir wissen ja, in der Lederhaut ist die Regeneration. Und wenn wir uns jetzt quasi die Grafik anschauen, die wir da vorbereitet haben, dann sind da viele verschiedene Dinge drin. Aber wichtig ist, dass der obere Bereich hier, das ist die Epidermis, der dicke Teil ist die Dermis und drunter haben wir das Fettgewebe. Und wenn wir jetzt den Microneedling-Stift nehmen, den vielleicht die eine oder andere Patientin zu Hause hat, dann macht der Folgendes, der geht quasi zumindest in die Epidermis, vielleicht auch in die Dermis rein und vielleicht blutet es hier. Das heißt, der geht so irgendwie zwischen 0,3 bis 0,5 mm groß geht der rein. Das heißt, manchmal blutet das sogar ein bisschen. Man sagt, mein eigener Stift ist auch extrem gut, der blutet sogar. Und manchmal tut es das nicht. Meistens tut es aber weh, obwohl wir gar nicht so tief sind. Und der Grund dafür ist, dass die Nadeln extrem schlecht sind. Das heißt, man niedelt zwei, dreimal drüber und die andere Seite vom Gesicht tut schon weh, weil die Nadeln stumpf werden. Weh tut es übrigens, beginnt es dann weh zu tun, wenn ich in der Dermis drin bin. Das heißt, wenn ich die Hornhaut überschritten habe und dann quasi in der Lederhaut drinnen bin. Dann gibt es quasi die Needling-Stifte oder die Needling-Geräte, die auch von Kosmetikerinnen verwendet werden, die übrigens auch eine sehr gute Arbeit machen. Es ist nicht schlecht, was die machen, sondern es ist sehr gut. Und die dürfen schon deutlich tiefer gehen und das sind oft Stifte, die bis zu, sage ich jetzt mal, 1 mm in die Tiefe gehen. Das heißt, da kann schon ein bisschen bluten und schon ein bisschen mehr passieren. Und Ärzte dürfen quasi Stifte oder dürfen Geräte verwenden, die bis zu 3 mm in die Tiefe gehen. Und was wir wissen ist eigentlich, umso tiefer wir gehen, desto mehr tut es weh. Und wenn man wirklich ein Needling mit 3 mm Tiefe machen will, muss man das oft schon im Dämmerschlaf machen. Also haben wir gelernt, dass die Nadelqualität ein Thema ist, die Eindringtiefe auch ein Thema ist. Denn wenn wir auf diese Grafik nochmal schauen, hier unten, dort, wo wir so bei 2-3 mm, da ist die Regenerationsschicht, da ist auch die Basalmembran der Haut und da quasi erfolgt die Regeneration. Und dann ist es nicht nur so, dass es blutet, sondern wenn ich dieses Microneedling dreimal mache, mit Abstand von 4 bis 6 Wochen, dann kommt es wirklich zu einer Regeneration der Haut und die Haut, die wir oberflächlich sehen, die ja von unten nach oben wächst, schaut dann nach ein paar Monaten anders aus als vorher. Porengröße verändert sich, wir können die Pigmentierung verändern, wir können übrigens Narben sehr gut damit behandeln und wir können das Hautbild glatter und deswegen schöner machen. Was ist jetzt dann das Besondere an dem Stift, den wir hier haben, dem Dermapen? Der Dermapen ist quasi wirklich ist die 4. Generation des Microneedlings und der macht Folgendes. Der hat einen Aufsatz mit 60 Nadeln
Und diese 60 Nadeln gehen rein, raus. Also das ist ein Mechanismus, der quasi die Nadel wirklich rein und raus zieht. Viele Stifte, die auch Microneedling machen, machen nichts anderes, als dass sie eine Vibration machen. Das heißt, man fährt mit ihnen drüber und die wackeln, die vibrieren. Und wenn sie vibrieren und wackeln, machen sie das Folgende, sie kratzen. Das heißt, man hat nach diesen Behandlungen richtig so wie Kratzspuren auf der Haut. Und was nicht passiert ist, dass diese Nadel nicht rein und raus gegangen ist. Und der Dermapen hat jetzt quasi etwas, wo ich selber irgendwie nochmal zweimal nachlesen musste, bei der Firma auch nochmal nachfragen musste, weil ich es nicht glauben konnte. 60 Nadeln, die pro Sekunde über 1000 Einstiche machen. Muss man jetzt mal kurz nachdenken, denkt sich, das kann ja fast gar nicht sein. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen in der Division, wie oft dieser Stift rein und raus schlagt, damit er mit 60 Nadeln 1000 Einstiche schafft. Und dann kommt jetzt etwas dazu, der ist so schnell, dass es fast quasi die Refraktärzeit des Nervens fast überrumpelt. Das heißt, wenn bei uns ein Trauma gesetzt ist, das heißt, wenn ich mir quasi ins Gesicht hau, da muss quasi dieses Trauma einen gewissen Zeitpunkt oder eine gewisse Ausdauer da sein, eine gewisse Dauer da sein, damit der Nerv meldet, okay, Schlag, dann und in das Hirn meldet. Wenn aber jetzt dieser Nadelstift so schnell rein und raus fährt, dann sind die Nerven quasi überfordert und wissen gar nicht, war da jetzt was oder war da nichts und senden daher den Schmerz schlechter. Und es ist nicht so, dass ich damit mit dem Stift draufbleibe und da jetzt 1000 Stiche mache, weil ich mit einer Sekunde draufbleibe, sondern in der Behandlung werdet ihr sehen, dass die Bewegung nicht eine relativ rasche ist, dass man relativ rasch vor- und zurückfährt und deswegen verteilt man ganz viele Nadelstiche im Gesicht in einer ganz kurzen Zeit und deswegen können wir Folgendes machen und das ist das Spannendste an diesem Dermapen. Wir können viele Einstiche sehr, sehr tief machen, ohne quasi eine lokale Betäubungssalbe aufzutragen und ohne einen Dämmerschlaf zu machen. Das ist das Besondere. Das heißt, wir machen Millionen an kleinen Nadelstichen mit einem unglaublich scharfen Nadelaufsatz und können damit effektiv in einer richtigen Tiefe der Regenerationsschicht arbeiten und super Ergebnisse erzielen, ohne dass es jetzt nennenswert wirklich wehtut. Der Unterschied zum Nadelroller wäre, die wir auch sehr gerne verwendet haben, auch, ist, dass ich mit dem Nadelroller deutlich weniger Stiche mache, weil das sind eine vorgesetzte Anzahl von Nadeln. Und selbst wenn ich da ein paar Mal criss-cross drüber fahre, mache ich deutlich weniger Stiche. Wichtig ist, immer drei Behandlungen hintereinander zu machen. Und wir bieten eben Pakete an, wo man sagt, vom Gesicht nur das ganze Gesicht, also einzelne Regionen machen wir gar nicht mehr, das ganze Gesicht, ganzes Gesicht plus Hals und ganzes Gesicht plus Hals plus Dekolleté. Weil eben das Teure ist dieser Nadelaufsatz und wenn man den einmal drauf hat, seht ihr in der Behandlung, dass man relativ schnell eigentlich die Flächen behandeln kann und dann eben kann man, das ist nämlich dann der Trick zwischen den einzelnen Behandlern, welche Serien mache ich wann, womit quasi öffne ich die Haut, womit reinige ich die Haut und was gebe ich nachher auf die Haut und während der Behandlung auf die Haut drauf. Das ist der Trick, das ist der Unterschied, der Pen ist ja nur die eine Geschichte und das macht dann die Qualität der Behandlung im Endeffekt aus. Und ich muss natürlich, wenn ich für Pigmentierung arbeite oder für Narben arbeite oder nur für das Hautbild arbeite, verschiedene Serien verwenden, die dann quasi nochmal die Kirsche auf der Torte sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In diesem Sinne einen schönen Tag und ich freue mich auch auf viele Kommentare von einem mal nicht so chirurgischen Thema. Alles Liebe und ciao.